Okay, hier haben wir, glaube ich, jetzt alles abgecheckt, ne? Oder können wir da oben auf die Bretter noch drauf? Oh, das ist das heilige Buch der Katzen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Notenblatt gefunden, ne? Und eine Anleitung zum Bau eines UV-Strahlers gegen die Zurk. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie sowas. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie reinkommen. Ah ja, schon gefunden. Alles gut. Ja, easy. Hier mal auf diesen... das Geländer drauf und dann hier durch, ne? Da wohnt Momo. Momo is very angry. Oh, Entschuldigung. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Ich bin ganz allein. Hey, du, was willst du? Ich habe mehrere Fragen. Und zwar einmal... Notizbuch vom Doc. Okay, dann habe ich noch hier Folgendes. Ein Notizbuch von Clementine. Okay. Dann zeigen wir dir final das Bild, weswegen wir hier eigentlich sind. Ja. Nicht so schnell. Das Manifest der Außenwelt lag. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zurks fernhalten. Das ist unterschrieben mit Clementine. Ah, Clementine war also dabei. Zubaldazar. Doc und Momo. Es sieht aus. Sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Irgendwie sollten die anderen Notizbücher finden. Okay, dann fehlt mir eigentlich nur noch das von Zubaldazar. Die anderen haben wir alle schon. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Ja. Also das von Clementine haben wir schon. Die Stadt hat eine... Alter, chill mal! Die Stadt hat eine zylindrische Form und einen Durchmesser von 54 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Ja gut, den Himmel haben wir ja tatsächlich schon gesehen am Anfang des Spiels. Da waren wir ja, wir kommen ja von da draußen. Also so verstehe ich es zumindest. Oh, ein Katzenball. Oh, bitte ja. Ich möchte mit dem Katzenball spielen. Thank you.
Nee, ich wollte eigentlich mit dem Katzenball weiterspielen. War nicht da drunter. Nee, komm. Voll gemein, Alter. Komplett die ganze Wand zerkratzen. Okay, einen Moment, das muss ich checken. Back Home 2, ist es legit ein Spiel, was von Annapurna rauskommt? Es gibt tatsächlich ein Spiel, das heißt Back Home, aber das ist ein super trashiges Drecksspiel auf Steam. Vielleicht ist es auch nicht Dreck, oh Gott, it's, no offensive. Warum kann ich mich nicht an deinen Namen erinnern? Das Poster ist spitze. Schaut mal, da ist ein Foto von den drei Typen. Ja. Schau mal, das ist der Dog. Das ist Slainer, Stedlainer oder wie auch immer. Und Caroline oder keine Ahnung halt. Die vier Typen, von denen wir die Notizbücher suchen. Sehr lustig. Ein bisschen environmental storytelling hat das Ding doch. Lustig, Fun Fact, ich habe gestern einen Bericht gelesen, dass die Erde sich zunehmend immer etwas schneller dreht. Das würde ja dem, was da steht, absolut widersprechen. Okay, also haben wir folgenden Auftrag. Außenweltler. Wir sollen einmal... Ja, wir sollen einmal hier seinen Sender reparieren, weil das Ding war quasi gelb gemarkt und... Oh. Den Raum hätte ich fast übersehen. Damit sollten wir alle Notenblätter haben. Tatsächlich. Okay, wir gehen nochmal zum Musiker und dann... Ja, aber da waren wir ja schon drinnen. Ja, können wir machen. Da drüben waren wir auch schon drinnen. Da waren wir schon drinnen. Genau, es fehlt uns noch... Aha. Got it. Okay, da drüben waren wir. Da drüben waren wir. Und eins fehlt uns noch und das ist da drinnen. Definitiv.
Das wollen wir nicht übersetzen. Stecker ziehen und da rein droppen. Oder? Oder auch nicht? Ups! Sorry. Eine Katze muss auch mal trinken. Während die Katze trinkt, trinke ich auch. Mal diesen Ding hier umwerfen. Vielleicht ist da irgendwas drin. Ja, da ist was drin, tatsächlich. Endlich das letzte Notizbuch. The Baldazar. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zugs nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Das soll jetzt nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Ich habe einen Konstruktionsfehler im Sinnentfernen gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Ja, machen wir. Das werfen wir auch um. Vielleicht ist auch hier nochmal irgendwas drin. Nee. Okay, man muss nur ordentlich Unordnung machen. Und schon findet man das, was man braucht. Will ich hier raus, ist die Frage. Weiterentwickelt. Den Anfängen ahmten ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Boah, was für ein Satz. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Automaten hier schon eigentlich? Ich glaube nicht, Alter.
Oha, noch mehr Energy Drinks. Das heißt, wir können die letzten Ding nehmen. Ihm können wir hier die letzte Note geben. Ja, einen letzten habe ich noch für dich. Warte mal. Hier, Notenblatt Number 8. Kriegen fügig wichtige Infos. Und dann von einem renommierten Algorithmus verfasst. Na gut, dann lass mal hören. Wunderschön. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr haben. Notenblatt, doch. Ist das letzte dann aber auch, ne? Ey, das ist das letzte Notenblatt. Das hast du echt gut gemacht, Kleines. Als Zeichen des Dankes habe ich dieses Abzeichen für dich. Wunderschön. Ich bin jetzt ein toller Musiker. Okay. Das würde ich mir tatsächlich gerne anschauen. Kann ich mir gar nicht anschauen. Ich habe einfach nur ein Abzeichen gekriegt. Wieso klebt das jetzt? Ach, das klebt jetzt hier an meinem Body dran. Seht ihr das? Da. Diese kleine Button. Naja, gut, okay. Gut. Dann können wir jetzt noch mit dem Energy Drink den letzten Shit von dem Händler hier kaufen. Dieses wunderschöne Relikt. Was willst du jetzt? Ein uraltes Relikt, ein starkes Talent unserer Vorfahren. Drei Dosen. Fuck. Ich hab nur zwei. Einer fehlt noch. Ah, ärgerlich. Wo soll der letzte Automat sein? Der Automat hier ist definitiv am Arsch. Ich habe wahrscheinlich irgendwo einen Automaten vergessen. Hier war auch kein Automat drin, ne? Aber ich habe hier unter der Theke noch nicht durchgeguckt. Es wäre zu cool gewesen, wenn jetzt hier ein Energy Drink versteckt gewesen wäre, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Es wäre super gewesen. Habe ich ja nicht mit ihm gesprochen? Karl, ja. Ja, genau. Hab ich schon. Jo. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zu Momo. Und bringen ihm das letzte Teil des Notizbuchs. Beziehungsweise sagen ihm, wie er seinen scheiß Sender reparieren kann. Und vorher streife ich hier nochmal kurz durch die Gegend und gucke, ob hier noch irgendwo so ein verdammter Automat war.
Ich glaube nicht. Komm ich. Also ich kann nicht darüber jumpen. Ach komm, erzähl mir nichts. Ich habe schon ganz andere Sprünge gemacht in dem Game. Aber tatsächlich kann ich nicht darüber. Danke. Menschheit ist halt so dumm, dass sie sich irgendwann selbst zerfickt. Das ist, sollte ich so niederschreiben, oder? Die Menschheit ist so dumm, dass sie sich irgendwann selbst zerfickt. Das trifft es ganz gut, ja. Okay. Warte mal, Boah, das ärgert mich, dass jetzt ein Energy Drink fehlt, ne? Aber okay, wir werden ihn bestimmt noch irgendwie finden. Hier war ich schon drinnen. Oben war ich auch schon unterwegs. Ich muss aber tatsächlich sogar hier lang, sonst komme ich nicht darüber. Eben waren wir auch schon an dem Automaten. Okay, wie auch immer. Falls jemand im Chat eine Idee hat, wo der Automat ist, gerne mir mitteilen. Warte. Fuck, hier hoch müssen wir. Hatte Momo hier irgendwo einen Energy Drink noch rumflacken. Nee. Das war das Ding von The Baldessar. Alle gefunden, Mann. Ja,
würde gerne als Belohnung einen Energy Drink entgegennehmen. Ja, ungefähr sehe ich das ja. Okay. Die Außenwelt bringt uns in den Himmel, hat da mal viel Glück, ey. Ich würde viel mehr interessieren, wie ich diesen fucking riesengroßen Sendeempfänger, der offensichtlich wirklich groß ist, noch mit mir mittragen kann, aber. Was ist denn jetzt? Jetzt trotzdem. Trotz allem. Ah, jetzt hast du mich eingesperrt. Yo. Was für ein Nazi. So, ey, hier kommst du jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Er muss jetzt aber hier den Sendeempfänger da oben anbringen, sonst kommst du hier gar nicht mehr wieder raus. Kleine Katze. Übrigens, Dankeschön. Bist der voll der Fucker, Alter. Na, da guckst du, ne? Was für ein Arschloch! Tja, zurück kommst du jetzt auch nicht mehr. Dann mal viel Glück. Ja, krass. Was für ein Ficker. Ja, genau, ey. Mich geschossen oder was? Oh, die Soundeffekte machen mich echt verrückt. Ich würde sie schon gerne anlocken, weil. Schon Schabernack mit denen treiben. Lockt die einfach an und dann kann sie sich verpissen.
okay, aber das war rein theoretisch, war das ist völlig unnötig, weil so deadly sind die Teile jetzt auch nicht. Komm ich da hoch? Das sieht fast so aus, als würde ich da hochkommen, oder? Nein, komme ich nicht hoch. Das sieht echt fast so aus. Zap, 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 zap. Und irgendwie ist man dann da oben. Aber ich soll wohin? Zu dem fucking Gebäude da, ne? Hier so viele Neonlichter, damit ich ein bisschen Licht wenigstens habe. Ich sehe nämlich. Nein, Quatsch. So ein Nerd bin ich jetzt doch nicht, dass ich die ganze Zeit nur hier drin sitze. Wobei, vielleicht ein bisschen. Wow, 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 wow. Ach, ich komme da doch lang. Nee, komme ich nicht. Ah. Geschissen. Ja, aber das ist ja nichts, was von der Erde kommt hier, diese komischen Headcrabs. Liegt da was drinnen, Alter? Ja, könnte sein, ne? Ich werf das mal um. Da quasi einsperren, ne, damit ich da drüben diese Tonne bewegen kann. Laufen, ne?
Boah, da drüben sind super viele von denen, oder? Ne, das sind nur Eier, Gott sei Dank. Aber wahrscheinlich schlüpft alles, sobald ich darüber komme. Es schlüpft einfach alles. Und ich werde massiv weggewiped. Sobald ich hier drauf komme, schlüpft die ganze Kacke und dann wird es richtig ernst und eklig. Ne? Oder? Ja, hundertprozentig. Stell mich schon mal drauf ein. Okay, es ist nichts geschlüpft. Ach Gott, da drin ist halt richtig die Pest am Start, ne? Geil! Ey, hör doch hier die schon rumkriechen und flüchten. Geht das eklig? Kann man den Stuhl verschieben? Ich denke, wir können da einfach über die Stangen, zack, zack, und dann da drüben auf der anderen Seite auf dieses komische Gerüst. Oder? Irgendwie so. Ja, müssen wir wohl, ne? Fuck. Oh. Hier hoch kommen sie nicht, oder? Hier kommen sie hoch? Kommen sie hoch? Nein. Das ist eindeutig. Oh, doch, kommen sie. Ein bisschen. Ist das eine Ding geplatzt jetzt gerade? Ah, warte mal. Das Scheiße, da hinten kommen wir auch lang. Ah, ich hab gesehen. Oh mein Gott. Fuck, jetzt hab ich wieder verpasst, was mit ihnen passiert. Was passiert mit ihnen? Platzen die einfach, oder? Oben drauf, oder wo? Oder wie? Warte mal. Oh, okay, ich verstehe.
2 Tonnen. Okay, die kann ich nicht bewegen. Scheiße. Ich muss die quasi hier raus bewegen. Weil hier drin bringt mir das gerade überhaupt nichts. Ja. Ja, passt gerade so raus, ne? Ja. Ja. Oh lol, die sind alle geplatzt. Cool. Ja, hier hoch kommt ihr nicht, ne? Ah, oh, das ist ein hässlicher Aufzug. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist im Prinzip, dass der Aufzug gefüllt ist mit Kacke. Sprich, mit diesen komischen Viechern. Kann ich von hier runter droppen, Alter? Ist da ein Secret Shit da unten? Nee. Ja gut, dann let's go, oder? Würde ich sagen. Sowas habe ich schon befürchtet. Ihr wollt mich doch jetzt gerade komplett verarschen, oder? Ah, okay. Das Riesenteil hatte ich dabei, Alter. Das Ding ist doppelt so groß wie ich. Jetzt sieht man mal diese ganze Welt, ne? Ja.
ich sag mal, wunderschön ist was anderes, aber es sieht cool aus. Sollte ein Schutzort sein. Sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hatte seinen Preis. Niemand kam mehr nach draußen, kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Ich komme von da, ja, eben deswegen. Ich sage ja, am Anfang waren wir ja definitiv am freien Himmel unterwegs. Und diese Zwischenmauer. Emilia hat ja gesagt, dass es recht emotional wird. Wahrscheinlich töten wir alle oder sowas, indem wir die Stadt öffnen. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Okay, let's go. Machen wir. Ich brauche immer noch den letzten Energy Drink. Boah, krass, wie lang es gebraucht hat, bis es auf den Boden aufkommt. Okay, das ist auf jeden Fall tief. So, hui! Katzenaufzug! Schaut schon echt stark aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Kategorie ein Game of the Year Award bekommt. Mit Sicherheit. Der Code ist ganz einfach, er lautet das da. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Oh, das ist gut. Oh, der ist wirklich gut. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Sie sind jetzt anscheinend fertig mit ihren Farbeimern. Definitiv. Wächter da hinten macht auch anderes Zeug jetzt. Darüber kam ich nicht. Nee. Oh, aber das da sieht interessant aus. Schaut mal, da ist einer. Und guckt die Sterne an oder so. Ja, komm. Schauen wir, dass man da irgendwie nochmal rüberkommt. Und bei euch alles fit? Ich liebe das Wetter auch.
Gerade gar nichts. Ich würde gerne wissen. Warte mal. Da war ich schon drin. Ja, hier war ich schon drin. Ah, fuck. Ja. Alles gut, ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Frag mich echt, wo der letzte Automat sein soll. Da ist er auch nicht. Da auch nicht. Nee, da kann ich nicht hoch. Mal da könnten wir noch lang. Runter. Ja, ich möchte da jetzt gerade nicht runter. Ich möchte so ein bisschen den Überblick behalten. Ich habe das Gefühl, dass wir von hier oben den letzten Automaten besser finden können. Vielleicht will der mich mittlerweile streicheln irgendwie. Der wollte ja erst nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich da irgendwie hochkomme. Nee, komme ich nicht. Ich komme da nicht um die Ecke drüber. Okay. Aber hier komme ich lang. Warte mal. Aber das bringt mir auch nichts, wenn ich den Sonnensack hier aktiviere. Und darüber komme ich. Da könnte ich rüberkommen eventuell. Irgendwie? Nee. Hier ist bloß wieder dieses eine Zimmer. Boah, es triggert mich jetzt so hart, ne? Ich sage ja, ich brauche hier bestimmt für das Spiel 20 Stunden. Einfach nur, weil das lässt mir jetzt halt auch keine Ruhe, wo dieser letzte gottverdammte Getränkeautomat steht.
wir gehen einfach mal in die Bar und dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ihn noch. Vielleicht kann man den jetzt doch gar nicht finden. Ich wüsste jetzt auch gerade tatsächlich nicht, wo er noch sein sollte. Da ist noch ein offenes Fenster, aber ich glaube, das ist das oberste Stockwerk der Bar, oder? Nee, das ist hier Dings sein. Ja, ja, das weiß ich, aber... Na gut, geh nochmal schnell on the toilet. Gleich wieder am Start.